Hallo meine Leute da draußen und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Metro Last Light. Ja, wir sind mal wieder hier in dieser Metro und ja, genau dort, wo wir letzte Stelle auch waren. Wow, ich hab Tierring. Wieso auch immer, egal. Jedenfalls möchte ich gerne, dass wir weitergehen. Aber das nervt mich gerade, wartet kurz. Normalerweise habe ich doch da was an, damit Tierring nicht da ist. Hä, aber wo denn? Unter Video? Texturfilterung. Ah, da. Machen wir an. Aber sie. Ja, wir speichern, okay. Hey, hey, hey. Jetzt habe ich kein Tierring mehr. Sehr gut. So, dann können wir ja weitermachen. Wir waren unser ganzes Leben im Reich. Ja. Und jetzt sind wir Freaks. Das passiert ständig. Aber warum? Warum wir? Ja, gute Frage. Wir erhöhen ständig die Normen. Letztes Mal waren es unsere Nachbarn. Dieses Mal sind wir es. Wird nicht mehr lange dauern, bis unser Anführer die Station für sich alleine hat. Aber was machen wir denn jetzt? Leben. Und froh sein, dass unsere Schädel nicht jeden Tag vermessen werden. Oh, ich werde ohnmächtig. Kriege kaum Luft. Beruhige dich. Atme tief durch. Alles ist in Ordnung. Alles ist gut. Ja, das ist schon schlimm, was die... Sie hat einen Nervenzusammenbruch. Oh, ja. Wir haben 20 Jahre im Reich gelebt. Ja. Und jetzt sind wir Freaks. Das ist krank, oder? Diese Faschisten sind schon Idioten. Ich kriege kaum Luft. Ja. Mein Herz rast. Ruhig durchatmen. Ruhig durchatmen. Hier bist du in Sicherheit. Hier ist kein Freak, der dich als Freak erklärt und dich dann umfreakt. Oh, ja. Hallo? Wie geht's? Der Boss ist gerade beschäftigt. Bitte warte hier. Okay. Pavel steht da, so breitbeinig. Redet. Achso, das waren die schon, ja. Du bist schnell hier. Also, die Station neben der hier ist der Platz der Revolution. Eine von unseren. Rot. Und der Platz der Revolution ist einen Katzensprung von der Polis entfernt. Sehr gut. Also werde ich mich als guter Kommunist für dich verbürgen. Danke. Die werden dich durchlassen müssen. Und dann bist du in 0, nichts. Das freut mich, Pavel. Seid ihr diejenigen von denen, die uns gerade erzählt haben? Ja. Ja, sind wir. Sehr gute Erklärung. Klasse. Dann komm rein. Also, Artyom, schau dich um. Hier gibt es viel zu ja. sehen. Ich rede mit meinen Leuten und komm wieder zu dir. Okay. Okay. Willkommen. Und ruht euch aus. Danke. Aber Sie verstehen doch, dass wir hier nicht ewig warten können. Also ich habe die Regeln nicht gemacht, ja? Wer denn? Ist es so schwierig, uns entweder aufzunehmen oder fortzustellen? Ja. Die hohen Tiere entscheiden. Wir haben Meldung gemacht. Jetzt müssen Sie warten. Was für eine Meldung? Dies ist eine unabhängige Station. Sie sind doch hier verantwortlich. Die korrekte Meldung an die rote Linie. Verstehen Sie, was das bedeutet? Nein. Ach so, die sind hier also verantwortlich. Ja, genau. Und es ist in Ihrem eigenen Interesse zu... Moment, wir reden besser unter vier Augen. Seid ihr das etwa nicht? Habt ihr mich bemerkt? Schade. Na gut. Oh. Schau mal, ich kann durchsglitschen. Ah ja, so. Das ist schade. Oh, hier ist nochmal so ein Bericht. Weiß zwar nicht für was, aber vielleicht sollte ich es mal lesen. Ich kann Feuer machen. Ja, das habe ich gelernt mittlerweile. Aber ich brauche den Journal nicht. So. Gehen wir damit mal weg. Ich soll mich hier umsehen. Das tun wir doch. Hallo. Putzt du schön. Das ist sehr toll. Oh, du bist betrunken. Also lass mich dich aufhalten. Komm, also ich möchte nicht, dass du fällst. Ja, okay. Ja, trink nicht so viel. Oh, oh ja, du bist ja doch gefallen. Okay. Hallo, du fütterst ein Schwein. Das machst du sehr schön. Ja, da fliegt auch sehr viel umher. Da gehen wir lieber weg. Sieh widerlich. Immer diese Schweinowskis. Aber die sorgen für unsere Nahrung auch. Auch, ja. Und hier in der Metro hat man nicht so viel Auswahl. Die gibt es doch keine Moslems. Was
Patronen Hallo. Für den letzten überlebenden Theaterkritiker. Patronen für die Gnade unserer Seelen. Na gut. Kann ich dir geben, ja? Würde ich gerne. Würde ich gerne wirklich machen. Aber scheinbar geht das nicht. Ich kann dir nichts geben, mein Junge. Oh, Kritiker. Tut mir leid. Ich verabscheue mich selbst. Hier sitzen wir mit Gesäff und Festbeleuchtung, während überall um uns herum Strahlung, Tod, Verfall und endloser Krieg herrschen. Ja. Tod und Verfall. Genau deshalb brauchen wir das Theater. Genau. Ein Gläschen Mondschein und eine Aufführung wärmen Körper und Seele. Ohne das kann es alles auch ebenso gut enden. Aha. Feiere in Zeiten der Not. Wann also trifft unser Gast ein? Der Maskierte mit der Sense. Jeden Moment kann er da sein. Also trink aus. Prost. Ja, wahrscheinlich. Prost. Hallo. Hallo. Du siehst nicht so glücklich aus. Schenken Sie sich und Ihrem Partner einen Moment des Glücks. Ja, soll ich das? Hallo, es gibt nicht mehr viele Tickets. Okay. Soll ich in die Bar gehen? Hallo. Jemand da, der mich beobachtet? Du da, du bist doch hier der Barkeeper. Ich hätte gern ein Glas Milch. Ja, bitte. Und vielleicht was zu essen? Dann nicht. Tja, hier wird man ja nicht so gut bewirtet. Oh, der ist schon sehr müde. Der hat wohl ein klein bisschen zu viel getrunken. Wow, der Duft hier ist wirklich appetitanregend, ja? Semenovna. Ist das irgendwas Neues? Neu, so wie Pilze mit Pilzsoße. Hey, nimm deine Finger vom Topf, sonst fängst du dir eine. Die Legende der Metro, noch heute Abend. Die Legende der Metro, ja. Einer von diesen Vermessern hatte was für mich übrig. Ein Oberscharfführer. Er erzählte mir von der Norm, von dem Kampf. Die Menschheit frei von Mutationen zu haben. Das wird toll, ja? Aber in Wirklichkeit haben sie nur die Angehörigen entzogen. Na, das ist nicht toll. Kannst du diesen Irgendwas-Führer abblitzen lassen? Hätte ich mal besser. Ich habe ihm mal einen geknallt und wurde 3 Tage später herbestellt. Er hatte das blaue Auge verdeckt, das ich ihm verpasst hatte. Und er sagte, dass mein Mann nach den neuen Normen ein Mutant sei. Oh. Und dann sagte er, aber seine Strafe hängt von dir ab. Gib mir, was ich will, sonst hängt er. Was hätte ich denn tun sollen? Warum bist du dann abgehauen? Weil ich vorbei war. Schenken Sie mir nicht alles Ihre Partner einen Moment des Glücks. Oberscharführer sagte es. Mein Mann griff den Mistkerl an. Und die Waffen erschossen ihn. Das tut mir leid. Hast du keine Angst, dass sie hinter dir her sind? Nicht bei den Roten hier. Das würden die nicht wagen. Aber jetzt könnte ich mich ebenso gut erhängen. Okay, das ist eine traurige Geschichte. Ihr seht also, die Faschisten sorgen für viel Leid mit ihrer Dummheiten. Da macht er einfach die Norm anders und tötet damit andere, um einen Vorteil zu bekommen. Nur um andere gefügig zu machen. Das ist schon eine harte Sache. Tut mir leid, Katja. Tut mir leid. Warum? Was ist passiert? Vidya hat es nicht geschafft. Wie? Wir waren auf dem Rückweg. Da erschien ein Dämon. Wir sind alle auf den Boden und haben auf den Dämon geschossen, bis er floh. Okay. Niemand bekam auch nur einen Kratzer ab. Aber Vidya stand nicht auf. Seine Maske, sie war an einem Stein aufgebrochen. Und ihr habt ihn dort zum Sterben zurückgelassen? Nein, Katja. Wir haben versucht, ihn zu retten. Aber es war zu spät. Nein, Vidya. Wir haben ihn doch begraben. Eine gute Stelle. Wir haben weiße Steine auf das Grab gelegt. Okay. Lass sie. Ja, okay. Also genau an dem, was er gestorben ist, haben die aufs Grab gelegt. Das würde ich ehrlich gesagt nicht machen. Ja,
Hallo. Welche, die wir kennen. Ah, der macht da. Ist ja cool. Wow, das ist mal ein Dämon. So gruselig. Guck mal, ja. Und das macht er mit so einem glücklichen Gesichtsausdruck. Papa sagt, er schlägt mit den Flügeln, wenn er abhebt. Und mein Papa hat schon viele Dämonen gesehen. Das ist eine komische Kinderstimme. Und Misha, das ist doch ein Dämon, oder? Die kennen nur noch Mutanten, die Kinder, hä? Hat dein Papa dir von Tieren wie dem hier erzählt? Nein, und er war überall. Selbst in der Bibliothek. Sogar im Park. Ja. Er hat einmal einen Bären gesehen. Oh. Ist das ein Bär, Onkel Mischa? Es ist ein Elefant. So hast du in diesem Elefanten Buch schon mal gesehen. Gruselig? Könnten Dinosaurier sein, was von ihnen übrig ist? Die Elefanten waren groß, haben aber nie angegriffen. Nur wenn man sie provoziert hat. Ja. Aber wenn sie wütend waren, konnten sie dich zertrampeln. Ja. Das ist doch genau wie ein Nosalis. Nein. Papa sagt, wenn ein großer Nosalis anfängt zu rennen, zertrampelt er alles, was in seinem Weg ist. Sogar seine eigenen Kinder. Wow. Ja, sie könnten verwandt sein. Immerhin gab es Elefanten im Zoo. Obwohl die jetzt definitiv kleiner sind, wenn es Dinosaurier sind. Und welche Sorte Vogel ist das? Gute Frage. Ja. Ich kenne den Vogel, der war in dem Buch. Und Mama hat ein Bild davon mit Zahlen am Rand. Sind bei ihr an der Wand? Das ist ein sehr netter Mann, muss ich mal sagen. Das ist ein Schwan. Und warum seid ihr Jungs still geblieben? Habt ihr das Buch und diesen Kalender bei Tante Thomas gesehen? Oh, ich dachte, das wäre eine Art Mutant. Sieht wie das Bild. Der denkt nur an Mutanten, der Junge. Aber dieser hier hat sich bewegt. Schaut mal, Jungs. Versucht das mal vorzustellen, dass es noch immer. Also wird das nicht so geil sein. Wer ist das? Keine Ahnung. Das ist definitiv eine Spinnwanze. Guck mal, die Kiefer. Nein, sind das ist Beine? Eine Ziege. Genau wie auf sind die Hörner giftig? Das sind die Hörner. Hast du aber das Licht? Stößt einen damit. Ich habe solche Angst vor Ziegen. Ziegen sind schlimmer als Spinnwanze. Das könnte wirklich eine Ziege sein. Sie haben keine Angst vor Licht. Weißt du, Katja, das ist wirklich eine Ziege. Aber sie ist überhaupt nicht schrecklich. Und sie stößt dich auch nicht grundlos. Nö. Sie ist ein sehr nützliches Tier. Ja, wegen der Milch. Ihre Milch schmeckt sehr gut. Ja. Ziegenmilch. Schmeckt. Onkel Mischa. Schmeckt doch. Katja ist die Einzige, die diese seltsamen Tiere kennt. Zeig uns welche, die wir auch kennen. Sonst ist das nicht fair. Ja, wirklich. Zeig uns welche, die wir kennen. In Ordnung. Das hier werdet ihr erkennen. Boah, das geht wirklich lang. Schaut euch die Zähne an. Nicht mehr aus einem Loch. Das ist ganz klar ein Schnapper. Ein Schnapper. Tut mir leid, Kinder. Früher konnte ich die Tiere immer gut vormachen, aber ich bin alt geworden. Ja. Lasst mich eine Pause machen. Okay. Ich probiere es später nochmal. Gut, gut. Ich versuche mich daran zu erinnern, wie man sie vormacht, so dass ihr sie auch erkennt. Das ist sehr schön. Ich würde sie auch gerne erkennen. Schau da, der eine mit seinen Bällchen spielen und sie jonglieren. Der, ja, das war's auch so schön. Lass keinen runterfallen bei den gewagten Methoden. Wohin geht ihr? Ich renne dir mal kurz hinterher. Ich bin kein Pädophiler, nee. Möchte aber nur wissen, was sie machen. Vielleicht gibt's da ja irgendwelche Bonuspunkte oder Verstecke. Vielleicht, vielleicht auch nicht, ja. Aber ich interessiere mich gerade, wo diese Kinder hinlaufen. Hierher. Okay, und was gibt's hier? Hallo ihr Kinder. Na gut, die sehen sehr komisch aus. Die Gesichter waren sehr klonmäßig. Aber gut, gehen wir hier weg. Hä? Habe ich gerade einen Punkt bekommen für nichts? Dass ich denen gefolgt bin oder was? Aber die sagen doch gar nichts. Was bringt mir das, denen zu folgen? Na gut, egal. Lassen wir das. Wir gehen woanders jetzt hin. Ihr seht schon, wir verbringen die ganze Zeit wohl nur in dieser Stadt.
Ich würde ihr wirklich gerne Patrone geben. Man will nicht. Gut. Ja, wir gehen jetzt hier natürlich ein bisschen mal weiter und schauen immer mal uns nach Patronen oder so. Hier kann ich nicht rein. So. Und, Nikitic, wann werden die Mutanten futtern? Hast du genug Geld, um eine Woche durchzuhalten? Gute Frage. 2 Tage vielleicht. Dann ist mein Leben vorbei. Was? Und es hat so lange gedauert, das zusammenzusparen. Schade. Auf Nimmerwiedersehen. Wenigstens hatte ich zum Schluss etwas Spaß. Was? Du gibst schon auf? Scheiße, wir könnten immer noch Stalker werden, anstatt nur Helfer. Ja. Sieh mal, ich habe noch Geld für 3 Tage. Die Getränke gehen also auf mich. Was? Ja, ich hab kein Geld, man stirbt oder was? Ha, ein Stalker! Mann, wenn du jemals Hilfe brauchst, etwas Schweres von der Oberfläche zu holen, dann sind wir bereit, uns dir in ein paar Tagen anzuschließen. Wir nehmen auch nicht viel. Okay. Ich werde dran denken, wenn ich Helfer bräuchte. Denk schneller. Da, guck. Da ist schon ein anderer Tourist. Wenn du das nicht kaufst, tu er es. Versteht. Macht, soll er machen. Ich hab nicht so ein großes Interesse. Hallo. Hier können wir einkaufen, oder? Ja, Waffen oder Munition scheinbar? Munition, ja. Okay. Info. Die können wir aus. Besseres, um jemanden aufzuhalten. Absolut. Was könnte ich denn verkaufen? Ja, es gibt nichts Besseres, um jemanden aufzuhalten. Ach so, absolut nichts. Und hier kann ich nur Granaten kaufen, wow. Was brauche ich denn für Munition? Oh fuck, das weiß ich gerade nicht. Schrot? Also die sind vielleicht nicht neu, aber von guter Qualität. Ich weiß es nicht. Egal, lassen wir das erstmal. Na dann, viel Glück. Danke. Du bist hier jederzeit willkommen. Fisch, frische Fisch aus Venedig. Fisch. Aus Venedig? Ist Venedig auch so, unschön? Verstrahlt? Ich glaube, da will ich keinen Fisch kaufen. Ja, ich werde weggeschuckt, Mistkerle. Wow. Lederjacken und Mütze. Neueste Mode. Ja, ich glaube nicht. Hallo. Pilze. Klasse Pilze. Wow. Es gibt einfach nichts Besseres. Man sieht schon, die sind riesig. Letzte Portion übrig. Ja. Die beste Scheiße überhaupt. Die beste. Die beste, beste Shit oder was? Hä? Die besten Pilze. Nein, danke. Boah, ist die. Hier gibt's wirklich viel zu sehen. Besseres gibt's nicht. Was, Pilze schon wieder, oder was? Ich weiß nicht. Es ist verboten. Vielleicht trinke ich lieber was. Du kannst überall. Trinken. Voll der Kiffer, hä? Das hier ist Theater. Da geht alles. Ah, Theater meint er. Ich zwing dich zu nichts. Komm nur nicht in 10 Minuten wieder, wenn du es dir anders überlegst. Ja. Dann ist es weg. Wahrscheinlich. Oh, warte mal, ich muss nachdenken. Denk schneller. Da, guck. Da ist schon ein anderer Tourist. Hallo. Wenn du das nicht kaufst, tu er. Der gleiche Spruch, hä? Den wir gerade schon hatten. Schon gut, schon gut. Ich nehme es. Ja. So geht das. Oh, seht ihr? So kann man zu Geld kommen. Ha, danke, Mann. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich den Idioten nie dazu gekriegt, es zu kaufen. Wenn du selbst etwas willst, dann komm am Abend wieder. Ich erwarte eine neue Lieferung. Okay, vielen Dank. Tja, da war ich wohl hilfreich. Aber wir wollen noch mehr sehen. Hier haben wir noch so einen ersten Entwurf freigeschalten. Sehr schön. Da stehen sie alle an. Okay. Was muss er eigentlich machen? Nun, Artyom, ich habe alles. Ah, du bist hier. Wir können zum Platz der Revolution gehen. Durch das Theater werden die uns reinlassen. Sehr gut. Dann haben wir ja unser Ziel hier erledigt. Wow, so viele Geschichten, die ich gehört habe. Zeig mir eure Tickets. Wir haben keine. Oder doch? Oh, natürlich. Ja, zeigt. Und wir dürfen durch. Special also, Guest. Du kannst dir die Aufführung anschauen, wenn du willst. Ich warte auf dich in der Garderobe. Oh, wieso nicht? Wenn das nicht sofort aufhört. Ja.
Also echt, schau mal, ich bin schon durchgekommen, Leute. Tja, ich bin eben spezial. Ja, spezial, eigentlich speziell, aber na gut. Können wir hier weiter? Maestro, wenn Sie so nett wären, der Konkord. Ah. Kann ich mich durchlassen? Ich möchte gerne nach vorne. Gibt's da irgendwo einen Sitzplatz für mich? Hier. So, perfekt. Jetzt kann man sogar sitzen und sich die Show anschauen. Boah, ist die hell. So. Sehr schön. Immer schön nach oben, Mädels. Ja. Sehr gewagt, aber gut. Da wackeln die Brüste sogar. Aber die wackeln sehr seltsam. Hä? Du hast die Musik immer fertig gespielt. Auf der deutschen Bühne hat es nie zuvor etwas Vergleichbares gegeben. Nee, oh warte, ich wollte doch noch gar nicht. Für die anderen Darsteller leid. Ihre Versuche, das Publikum zu beeindrucken, werden nach solchem Spektakel kaum der Rede wert sein. Aber ja, ja. Ich bin mir sicher, dass Sie mit der hoch angesetzten Latte der Erwartungen zurechtkommen werden. Und so geht unsere unglaubliche Show weiter. Dieser Mann lacht der Gefahr ins Gesicht, fordert die Natur heraus, trotzdem Gott dieser neuen Welt. Gott beweist wieder einmal, dass die Menschheit überrascht. Redet euch dazwischen. Ein warmes Willkommen für Leonid Burry. Ja? Unseren außergewöhnlichen Doktor mit seinem ja? Schrecken unserer Stadt. Okay, ich bin gespannt. Der macht tatsächlich Musik und der Doktor. Was? Der hat er einen Mutanten gezähmt. Will er mir das verraten? Oh, oh. Okay. Nicht, dass das so unglücklich endet. Was hab ich dir gesagt? Alle! Du dummer Freak! Alle! Also, ich fürchte, er ist nicht ganz unter Kontrolle. Er rastet nicht aus, oder? Was für ein großartiger Doktor! Zurück! Du dummer Freak! Beeindruckender Sieg, bei dem die menschliche Intelligenz über Mutanten triumphiert. Ja, ich merke das schon. Wo wir gerade von Mutanten reden. Ja. Selbst in unserer Station sind Gerüchte zu hören, dass eine neue Art an der Messe entdeckt wurde. Oh. Furchterregende Bestien, schwarz wie die Nacht, unbesiegbar und was? In der Lage, in jedem, der sie sieht, den Wahnsinn auszulösen. Meint ihr die Schwarzen? Aber selbst die waren kein Gegner für die menschliche Genialität. Ja, doch Raketen zum Bomben. Die Jungs von der Messe haben bemerkt, dass sie die falschen Pilze gekocht haben. Lol. Ja, genau, was für ein Witz. Als sie wieder zum traditionellen Rezept übergingen, waren die Mutanten verschwunden wie der Morgentau. Ja, ich kann nicht darüber lachen. Tut mir leid, ich bin anspruchsvoller. Einen kräftigen Jubel für die Helden von der Messe. Ja, lasst uns angucken. Boah, das ist eine richtige Theatershow, die wir hier umsonst genießen dürfen. Und die Show des heutigen Abends geht weiter. Es wird Zeit, unserer Show eine lyrische Stimmung zu geben. Genau. Wir präsentieren Ihnen das Genie der Kammermusik. Ja. Den berühmten Akkordeonspieler Kolja Poscharny mit seinem Meisterwerk Mein Herz strebt nach dem Himmel, stößt aber gegen die Decke und fällt wieder herunter. Eine Runde Applaus, ein bitte. Sehr eigenartiger Titel. Aber ja, lasst uns mal gucken, was er vorhat. Ja. Ja, da macht er Musik, okay. Ja, da wippen wir ein bisschen mit dem Kopf. Ja, das ist doch sehr gut. Das mache ich sehr schön. Ja. Ich muss ja auch mal musikalisch den Takt angeben. Nein, also mitschwingen. Ja. Wenn man das schon so kann. Du, 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 du.
Deck gar nicht so schlecht, oder? Also, oh, geht schneller. Ja, aber nur sehr kurz immer. Vielen, vielen Dank. Ja, das war großartig, ja. Die Harfe meiner Seele wird niemals wieder gleich erklingen. Sehr schön. Deine Musik hat ihre Saiten mit so viel Kraft berührt. Oh. Und so geht unsere unglaubliche Show weiter. Ja? Heute habe ich die Ehre, wow, Ihnen den heißesten und explosivsten Auftritt diesseits des Atlantiks bieten zu können. Ja. Das heißeste Spektakel des heutigen Tages. Unsere Feuershow. Einen Applaus, um unsere Darsteller willkommen zu heißen. Gerne, gerne. Bitte. Hier, Applaus. So, falls ihr irgendwas gehört habt, aber ich habe applaudiert. Oh, Feuerteppen. Ja, ihr spielt mit dem Feuer. Hoffentlich verbrennt ihr euch nicht. Okay. Aber schön, was hier das Spiel alles so macht, oder? Eine ganze Theatershow wird sogar tatsächlich auf die Bühne gestellt. Da. Obwohl es wahrscheinlich gar nicht viele Leute gibt, die sich das angucken. Nicht jeder ist wie ich. Auch wenn dafür die Folge überlängert. Aber ihr müsst ja nicht angucken. Ich werde es, glaube, sagen, dass es in der Folge nicht viel passieren wird. Kampfmäßig. Glaube ich, dass ich das machen werde. Ja. Ich weiß nicht, was die machen, ehrlich gesagt, aber ich finde das nicht sehr interessant. Ja. Total überwältigend. Nein. Unglaublich. Nein. Einfach unglaublich. Nein. Wirklich nicht. Ein kleines bisschen zu heiß. Noch weniger Grad mehr und ich wäre verkohlt. Oh, die Leute können sich wirklich darüber lustig. Ich finde das lustig. Vielen Dank. Was für ein leichtes Publikum. Ich muss sagen, dass wie heiß auch immer das war, die Mädchen waren noch etwas heißer. Natürlich. Leute, ihr müsst euch der Herausforderung stellen. Was? Vielleicht probiert ihr es mit einem Flammenwerfer. Ja, gerne. Ich hatte schon mal einen in der Hand. Und noch immer geht es weiter, liebes Publikum. Was? Noch weiter? Bitte heißen Sie willkommen. Wow. Den Arpeggio-Virtuosen. Den Gott des Legato. Ich werde das jetzt bis zu Ende gucken, meine Leute. Ja, auch. Unseren Lieblingsschüler. Auch wenn es eine lange Folge wird. Elbasch und Wladimir Manilow. Ja. Den besten Gitarristen unseres neuen Zeitalters. Vielleicht spielt er was ganz Geiles. Viktor Menschok. Ja. Mit seinen Fantasien. Okay. Bitte heißen Sie unseren Virtuosen willkommen. Gerne, gerne. Hallo, willkommen, werter Virtuose. Das also. Sieht ganz normal aus, der Typ. Mhm. Ja, das ist nicht schlecht, aber ich bin jetzt nicht wirklich beeindruckt. Wirklich nicht. Vor allem gehen die Show immer hier so ganz kurz, weißt du? Ja, da geht er ab hier jetzt, plötzlich. Ja, da gibst du dein Bestes, mein Herr. Oh. Ich fühle trotzdem nichts. Was mir sagen würde, oh, das ist so großartig. Nichts da. Nichts. Noch mehr von dieser Ekstase. Aber ja. Und mein Herz würde explodieren. Meine Beine würden beginnen zu tanzen. Und meine Seele würde geradewegs nach wohin auch immer gehen. Da fehlt mir wohl die Worte. Victor. Bitte. Meine Damen und Herren, ich muss eine Änderung im heutigen Programm ankündigen. Wirklich? Ja. Zu unserem großen Bedauern sind unserem Gastmagier für seinen Sägeakt die Damen ausgegangen. Das ist ja... Der ist ja vergeschickt. Wir füllen diese Lücke mit Großartigkeit. Ihre volle Aufmerksamkeit bitte, ja? Wenn ich Ihnen nun die Geburt einer Legende präsentiere.
Das Duett Minchuk und Porcharni mit ihrem instrumentalen Impromptu. Das Lied der Lieder. Eine Runde Applaus, um unsere großen Musiker zu Das hier ist eigentlich keine Theatershow, sondern eher eine Musikshow. So oft wie was mit Musik gemacht wird. Der eine sieht doch wie der andere aus. Und der andere sah auch aus. Die kennen wir doch schon. Die machen nur beide zusammen. Oder nicht? Ja, okay. Das hört sich okay an. Oder? Was sagt ihr? Wenn ihr denn bis hierher angeguckt habt, diese Spezialfolge quasi. Ja, das war definitiv die musikalische Innovation des Jahrhunderts. Unglaublich, völlig unglaublich. Mein linkes Ohr klingelt immer noch. Also, Sie haben gerade die Virtuosen des Moskauer Untergrunds gehört. Ja. Das Duo, das bekannt ist als Minchuk und Porcharni. Okay. Mein liebes Publikum, ja. Dieser traurige Moment kommt leider immer. Egal, wie oft ich mir wünsche, es wäre nicht so. Aber unsere heutige Show ist zu Ende. Okay. Ich hoffe, Sie haben sie ebenso sehr genossen, wie wir Ihre Gesellschaft genossen haben. War ganz okay, ja. Vielen Dank. Bitte. Beehren Sie uns bald wieder. Nein, ich glaube nicht. Maestro, spielen Sie uns etwas emotionales. Ja, tu mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Adieu. Adieu. Abschied ist so eine süße Frage. Ja. Kunstgenießer, ja, das bin ich jetzt wohl. Okay, Leute, mit dieser Musik im Hintergrund und diesen Zuschauern, die uns beiwohnen. Hallo, meine lieben Leute, danke, dass ihr hier alle erschienen seid zu meiner Show. Es hat mich gefreut, dass ihr mir zugeguckt habt, ja. Ihr alle, auch du hier, Mester. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, oder? Da bist du doch wieder dabei, Süße, oder? Ja, natürlich. Und auch du willst doch nicht verpassen, wie ich hier sappel und spiele, oder? Also, Leute, ihr alle und auch ihr anderen, die ja nicht gerade vor mir steht, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß und ciao.